Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Phil und Falk. Zu meiner Linken. Hi, ich bin Philipp. Meine Wenigkeit, Falk. Wir würden euch gerne etwas zur Drehleiter-Ausladungssteuerung aus dem Hause Rosenbauer erklären. Und das tun wir direkt am Fahrzeug. Philipp, geh mal. Starten wir direkt am Hauptbedienstand. So, um in das Thema Ausladungssteuerung einzusteigen, fangen wir einfach mit der Ermittlung der Personengrenzen an. Diese fahren wir einfach mal ab. Aktuell wäre jetzt die Benutzungsgrenze eingestellt, also wir können volle Leiterlänge herausfahren. Möchte mir jetzt aber die 5-Mann-Grenze anwählen und drücke somit das 5-Personen-Limit an. Mein Ausladungsbereich verkleinert sich. Und somit kann ich jetzt an das 5-Personen-Grenze heranfahren. Die Vorklingel ertönt, die Leiter bleibt selbstständig stehen an der 5-Personen-Grenze. Möchte ich jetzt eine weitere Person abwählen, taste ich einfach hier bei der Zuladungsreserve nochmal ab und kann jetzt an die 4-Mann-Grenze herausfahren. Leiter bleibt selbstständig stehen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt der 3-Mann-Grenze. Ich wähle wiederum eine Person ab. Leider bleibt selbstständig stehen. 3-Mann-Grenze wäre erreicht. Und hier können wir schön jetzt darstellen, was Zuladungsgrenze bedeutet. So, Philipp, wir konnten jetzt, glaube ich, etwas zur Ausladungssteuerung der Rosenbauer Drehleiter sagen. Hättest du noch als Fazit ein Thema? Fazit zu der ganzen Aktion würde ich sagen, wir haben jetzt in Verbindung mit den Hütchen, wo man aufgestellt hat, nochmal sehr gut verdeutlichen können, was das Thema Ausladung betrifft. Und in Verbindung dessen, als ich noch in den Korb eingestiegen bin, hat man dann gesehen, wie man bei 3 Personen angehalten hat. Und dementsprechend sprechen wir ja hier von einer intelligenten Systematik Drehleiter, wo dem Anwender das Leben etwas leichter macht, weil man immer optimale Ausladungswerte bekommt. Oder sage ich was Falsches? Vollkommen richtig. Bezüglich rückkehrend nochmal zu den Displays. Hier zeigen wir ja auch immer die Zukunft voraus, was die Restleiterlänge oder die Restausladung betrifft. Und das würde dann jetzt ergänzt werden durch die Ausladungssteuerung. So wie wir das jetzt erklärt haben, ist das, glaube ich, immer das, was zukünftig noch in den Korb hineingenommen werden kann. Somit würde ich sagen, zum Schluss, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt, hier unten bei der eingeblendeten E-Mail-Adresse könnt ihr euch gerne hinwenden und dann beantworten wir auch deine Frage. Falk, in dem Sinne, Feierabend.